Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Opa und Gambrel am Start. Und zwar mit GPL-Spieltag. Jetzt 8, glaube ich, sind wir. 8. Wir kämpfen heute gegen den guten Timo. Und an der Stelle möchte ich ganz kurz auch nochmal den guten Pog Galaxy shoutouten. Und den guten Ox, also von Sabox Gaming, weil die beiden für mich die ganze Season lang die Pokémon gegent, ich wollte gerade Pokémon sagen, bitte schlag mich, oh mein Gott, die Pokémon gegent haben, genau, und ganz, ganz großes, liebes, dickes Dankeschön an die beiden, ist sehr, sehr appreciated. Ja, so, was haben wir denn auf seiner Seite? Auf Timos Seite haben wir Liepard, wir haben Excar, wir haben Haxorus, wir haben Ochnatol, wir haben Symvolada und wir haben Gigalith. Also effektiv ungefähr das, womit ich gerechnet habe. Ich habe mit Ochnatol nicht gerechnet, sondern eher mit Vileplume. Also mit seinem Giflor. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich weiß gar nicht, wie Liepard heißt. Cleopada, glaube ich, war das. Okay. Oh Gott, die Zeit geht runter. Oh Gott, oh Gott. Was ist das denn? Nee. Okay. Was machen wir jetzt hier? Eigentlich müssen wir schon fast, oder? Eigentlich müssen wir schon fast. Ja. So. Eigentlich müssen wir schon fast das tun. Einfach aus dem Grund, wenn er mit seinem Gigalith leaden will, dann will ich persönlich Damage haben auf ihm, ja? Will ich persönlich Damage haben auf ihm und... Ja. Oh Gott. Ich ein bisschen laut, das Gejuble. Chrysidius kommt in den Kampf. Ja, da ist das Gigalith. Haben wir den schon mal richtig bekommen. Okay. Also er kann natürlich hier in sein Ochnatol gehen. Oder in sein Symvolada. Ja. Das Ding ist... Okay. Wir wollen die Tarnsteine verhindern. Ich gehe auf den Gigasauger, ja? Das Ding ist, der Sandsturm beeinträchtigt uns nicht, wenn er auswechselt, weil wir den Black Sludge haben. Ja? Das heißt, wenn er drin bleibt, würde uns der Damage nur beeinträchtigen. Ja. Exakt. Das heißt, jetzt kann wahrscheinlich... Es kommen die Tarnsteine sogar. Und jetzt wird er auswechseln in sein Symvolada. Zu 90%. Ja? So, er sieht, wir haben den Black Sludge. Und jetzt können wir schauen, was haben wir hier am Start? Wir haben das am Start. Ja, im Endeffekt gehen wir jetzt hier auf die Matschbombe, ja? Weil dieses Gigalith darf er nicht sacken, ansonsten hat er den Weather War komplett verloren. Das heißt, er wird sehr, sehr wahrscheinlich in sein Symvolada gehen oder in sein Maxax. Da können wir jetzt hier für die Matschbombe gehen. Außerdem ist es hier eine kleine Roll, I guess, ja. Er weiß meinen genauen Split nicht, deswegen sollte er eigentlich nicht drin bleiben. Yep. Wir sind darauf investiert, dass wir ihn eigentlich immer Twit K.O.n. Da kommt das Sigilyph. Und das sieht auch schon mal sehr, sehr gut für uns aus. Jetzt können wir auch gleich gaugen, was für ein Set das ist. Und das ist ein Crit. Und die Poison. Wenn er jetzt Specs ist, dann ist er tot. Aber ist er nicht, weil ansonsten hätte er vor uns Schaden genommen. Das ist schon mal ganz gut. Ganz gut für uns. Das ist schon mal ganz gut. So, das Ding ist, wenn ich das hier so ansehe, sein Team. Huch, das ist, da wollte ich drauf. Wenn ich sein Team so ansehe, dann denke ich mir eigentlich, weißt du was? Unser gutes Duo-Class ist ja eigentlich nicht relativ sinnvoll, ja? Also, müssen wir nicht unbedingt behalten. Für eine Hitze, wenn er jetzt hier für eine Hitzewelle geht, dann guter Play von seiner Seite. Eine Hitzewelle überleben wir. Er geht für die Psychokinese, okay. No? Hätten wir eine Hitzewelle überlegt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist definitiv live orb offensive. Okay. Jetzt haben wir natürlich die Frage. Er weiß, Schattenstoß tötet. Wie viel ist ihm dieses Ding noch wert? Das ist jetzt die Frage. Ich denke, wir können trotzdem für einen Schattenstoß gehen. Ich denke nicht, dass er irgendwas reinwechseln will in unser Duo-Class. Ja. Okay, und damit ist das Sigilyph down. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Symvolada weg. Großer Threat.
Und eine Verbindung wird hergestellt. So. Jetzt kann natürlich das gute Runerigus kommt rein. Okay. Was? Okay, Runerigus kommt rein. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Okay, was wollen wir jetzt auf dem machen? Das Ding ist halt, so wie ich das hier sehe, hat er kein Switchen in unseren Freund hier. Ihn will ich nicht reinwechseln. Außer dem Bizarro-Raum. Er gibt Bizarro-Raum Sinn auf seinem Team. Na, eigentlich nicht. Er will wahrscheinlich, will er die T-Spikes aufsetzen? Ich weiß es nicht. Ja. Deswegen gehen wir hier mal in Escanor. Escanor kann alles abfangen. Wir sind ein defensiveres Bisaflor. Er geht für den Bizarro-Raum. Leute, wir haben das Lostemon. Ist das gut? Ein EQ knockt uns definitiv nicht aus. Ja? Und wenn er jetzt hier für ein Erdbeben geht, dann knocken wir ihn mit Gigasauger aus und sind bei Max HP. Sehr, sehr gut. Insanely gut. Ja? Bin gespannt, in was er jetzt geht. Hier an der Stelle. Oder ob er wirklich das Erdbeben trifft. Also, Ochnatol hat nicht den besten Angriff. Aber sehr, sehr interessant. Er geht für das Erdbeben, alles klar. Jupp. Da sollten wir uns wieder einiges zurückrecovern. Und, was haben wir hier? Sehr, sehr guter Schaden. Er hat die Weakness Policy. Sehr, sehr nett. Okay, jetzt wird natürlich nochmal ein Erdbeben kommen. Ah, das wird jetzt tatsächlich einen Kill bekommen, ja? Will ich Bisaflor schon abwerfen? Ist die Frage. Schauen wir mal ganz kurz. Befragen wir. Das ist für Gigalith noch ganz gut. Für Hexerus ist es okay-ish. Aber dann trotzdem sehr, sehr solide. Er wird für ein Erdbeben gehen. Ihn will ich eigentlich behalten. Eigentlich ist unser Freund hier nicht so wichtig. Ja, wenn ich das jetzt hier sehe. Er ist nicht so wichtig. Das heißt, wir können eigentlich hier reingehen. Unser gutes Duokles opfern. Und ich sehe nicht, dass er großartig was macht. Es war schade, dass die Strategie nicht aufgeht, aber ist okay. Ja, Duokles ist down. Und wir sind... Oh, wartet mal. Wir müssen ganz kurz eine Sache noch schauen. Ja, Runerigus ist schneller als wir. Und da wir auch eine Trick Room Strategie fahren, können wir ohne Probleme einfach ins Sol gehen. So. Die Dürre kommt. Und das Ding ist, eigentlich kann ich hier für die Erdkräfte gehen, aber wir gehen für die Eruption hier an der Stelle. Er wird das Runerigus wird nichts mehr machen. Und das Runerigus ist down. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut für uns. Okay, Ochnatol ebenfalls weg. Und unsere Sonne ist draußen. Er wird jetzt in sein Gigalith gehen. Der Trick Room ist allerdings noch draußen. Was sehr, sehr nice für uns ist. Ich weiß gar nicht, wie lang er noch draußen ist, der Bizarro-Raum. Aber das ist definitiv schon ganz gut, würde ich sagen, ja. Aber gut, eine Bizarro-Raum-Taktik hatte ich tatsächlich auf dem Schirm, ja. Deswegen war auch witzigerweise Minz Bitorkel immer der Play aus meiner Sicht, ja. Oh, so. Hätte ich nicht gedacht, dass er spielt, aber ich hätte gedacht, dass er denkt, dass ich Bizarro-Raum spiele und deswegen dann Minspeed spielt. Aber okay. Okay. So, schauen wir mal. Hier ist das Cressidius. Das Ding ist wirklich den Todreal. Ja, ja.
Eigentlich schon. Eigentlich, ich will ja einmal den Turbo drehen, dann kriege ich einen Safe-Switch und irgendwas. Das ist mir wichtiger als alles andere. Einen Hit überleben wir, eine Steinkante. Weil er ein defensives Set ist. Ist das ein Crit? Ah, ja. Okay. Ist das ein Crit? Ja. Ja, ist er. Is it? Okay. Also das heißt auf jeden Fall, dass wir hier in Escanor gehen können. Und jetzt hat die Frage, ob er in irgendwas rauswechselt, ja? Die Tarnsteine liegen auf jeden Fall nicht mehr auf seiner Seite. Er könnte in Maxax gehen. Wäre okay. Ich gehe aber hier einfach sicher für den Gigasauger. Er sollte denken, okay, Bellys Sonnensetter ist jetzt nicht mehr im Spiel. Deswegen kann ich jetzt einfach hier Halligalli machen. Wäre ein valider Denkpunkt. Okay, er geht raus. Geht er in seinen Maxax oder geht er in sein... Geht in Vale. Was ist Vale? Er geht in Leipard. Okay. Kann ich definitiv so akzeptieren. Wir sind wieder bei ungefähr Max HP. Wir sind bei Max HP. Das heißt, unser Excadrill-Check ist immer noch online. Das Ding ist, hier rechne ich mit einer Donnerwelle, dass die kommt. Und ich denke, ab der Stelle denke ich, alles outspeedet Kyurem. Ich habe mit einem Landturm gerechnet. Wir können eigentlich in Kyurem gehen. Und jetzt hier den Abschlag abfangen. Ja. Wenn jetzt natürlich die Kehrtwende kommt und dann das... wäre natürlich blöd. Ja, wenn die Kehrtwende kommt, ist blöd. Aber wäre nicht ganz kacke. Wäre noch okay, meine ich damit. Okay, es kommt die Finsteraura. Okay. Zum Glück sind wir ein defensiveres Set von unserem Kyurem. Das heißt, wir können hier eigentlich ohne Probleme den Eisstrahl drücken. Um jetzt hier einen Kill zu bekommen. Ja, wir sind Modest Kyurem. Das heißt, ein Kill ist uns hier ab der Stelle sicher, ob es jetzt das Maxax ist. Okay, außer er geht jetzt hart in Excadrill. Ja, Stalobor. Ja. Aber er sackt hier an der Stelle sein Cleopatra. Das heißt, Cleopatra ist down. Und es wird nur noch also Stalobor, Maxax und das Brokkolos, glaube ich, heißt das. Finde Gigalith ist auch ein angenehmer deutscher Name. Also wäre das gewesen. Richard hätte sich gefreut wegen Giga. Ja, ansonsten bin ich gespannt, was Timo hier macht. Er könnte natürlich, also sein bester Play wäre jetzt hier entweder in Stalobor zu gehen oder in sein Maxax. Ja, da ist das. Das ist das Maxax. Okay, da ist die Überbrückung. Und... ich denke, ich gehe jetzt hier einfach für den Eisstrahl. Ja, egal was er drückt, er geht für den Wutanfall. Knockt unser gutes Kyurem damit aus. Kriegt den Sandsturmschaden natürlich, ja. Ganz klar. Und dafür haben wir ja unseren Fokusgurt. Dafür haben wir unseren Fokusgurt. Und in den können wir jetzt gehen. Unseren guten Fokusgurt-MVP. Und... können den Mizarodon drücken. So, da ist der Wutanfall. Die Frage ist natürlich, ist er jetzt hier verwirrt? Das ist die Frage. Nein. Es funktioniert tatsächlich. Das heißt, alles ist im sehr, sehr gut grünen Bereich tatsächlich. Weil jetzt können wir hier auf die Psychokinese gehen. Damit wird dieses Maxax in Range gebracht. Oder fast einfach getötet. Okay. Unser Yggdrasil ist down. Und er ist verwirrt. Was wir jetzt natürlich machen können, ist in unser Bisaflor zu gehen. Wir haben noch zwei Runden Bizarro-Raum.
Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir gehen hier für... Das ist eigentlich egal, ne? Ja, ein Gigasauger knockt das Ding ebenfalls aus. Dann gehen wir hier auf den Gigasauger. Und nehmen dieses Maxax raus. Und dann sollten wir eigentlich golden sein. Dann sollten wir eigentlich golden sein. Er muss hier eigentlich das Maxax abwerfen. Ja. So, damit ist dieses Maxax down. Und jetzt müssen wir gleich schauen, wie viele Runden Bizarrodon wir noch haben. Das sollten noch 2 Runden Bizarrodon sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Sandsturm ist auch weg, das heißt, er muss hier in das Brokkolos gehen. So. Wie kann ich denn hier schauen? Bizarrodon, 2 Runden ist das noch offen, ja? Mir ganz kurz überlegen. Ich denke, mein Winning Play ist es jetzt hier in unser Mantax zu gehen. Und dann auf der nächsten Runde unseren Sonntag zu setzen. Sein Play ist es immer... Okay, er geht auf die Tarnsteine. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Das ist tatsächlich nicht so gut für uns. Was ist unser Zug jetzt hier? Auf einen Ruheort zu gehen, um seinen Sandsturm auszustallen. Ja. Da ist das. Das war sehr effektiv. Also effektiv, das ist der Schaden, den er ansonsten machen wird, ja? Das ist der Schaden, den er ansonsten machen wird. Verdrehte Dimensionen sind wieder normal. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter für den Ruheort. Und stallen damit seine Steinkanten aus. Wenn er eine Steinkante misst, dann weiß ich gar nicht. Wisst ihr was? Eigentlich... Ich überlege jetzt gerade, ist unser bester Play hier für das Toxin zu gehen oder nicht? Das überlege ich gerade. Eigentlich ja. Okay, eigentlich... Okay, wir gehen jetzt für das Toxin. So. Bring ihn damit hier. Okay. Und jetzt kommt der Body Press. Lol. Okay. Der Sandsturm knockt mich aber aus, oder? Bitte Sandsturm. Okay, nice. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, damit ist es jetzt auch keine Roll mehr. Und wir können jetzt in Escanor gehen. Na? Und wir können jetzt hier für den Sand. Für den Sonntag gehen. Und sollten eigentlich golden sein. Wir haben Defensive Investment. Und das ist jetzt die Frage. Kommt die Steinkante? Steinkante kommt. Sie trifft, aber sie knockt nicht aus. Perfekt. Absolut perfekt. Und jetzt muss Timo eigentlich in sein Stahlobor gehen. Das ist jetzt hier ein 50-50 an der Stelle. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf den Gigasauger trotzdem, weil wir hier nichts riskieren wollen. Es ist ein 50-50. Es ist ein 50-50. Hätten wir hier die Erdkräfte? Okay, alles klar. Damit haben wir gewonnen, außer es ist das Sturmweste Stalober.
Aber dann hätten wir ihn sowieso in allen Fällen verloren, ja? Dann hätten wir ihn in allen Fällen verloren. Oder es ist Fokusgurt. Ja, das heißt, er hat zwei Möglichkeiten, wie er das hier noch gewinnen kann. Aber da wir noch kein Lebenorb gesehen haben, denke ich, dass das alles okay ist. Dass wir da golden sind in der Hinsicht. Wir haben den Meteorologen. Er hat die Anti-Feuerbeere. No! Dann wäre Gigasauger besser gewesen. Weil wir uns mit Gigasauger aus der Erdbeben-Range rausgeheilt hätten. Ah, Mann. Okay, das ist GG. Das ist GG an Timo. Crazy. Crazy. Dann hätten wir uns... Okay. Oder Erdkräfte hätten auch, ja. Na, nee, Erdkräfte hätten nicht gereicht. Interesting, interesting. Das heißt, ohne... Weil wir konnten von Full, nicht von Adamant, Lebenorb ausgenockt werden von Stalova, ja? Und jetzt haben wir hier ein Adamant Non-Lebenorb Stalova. Wir wären ungefähr bei 3/4 KP gewesen, ja? Okay. Ja, okay, alles klar. Ja, dann wäre Gigasauger into Gigasauger unser Play gewesen, deswegen ist er auch nicht gewechselt, weil er diese Knowledge hatte, ja? Ne, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Bin ehrlich, auch wenn ich die Anti-Feuerbeere auf Stalova nicht sehe. Bin ich ehrlich. Aber gut, naja, ist jetzt okay. Hat er gut gemacht, hat er gut gespielt am Schluss. Wusste, dass ich dann den Wetterball drücke. Und ja. Ich bin einfach fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut's rein und ciao.